Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren und einem besonderen Video hier auf Scorpion Place. Und zwar meinem allerersten, ja, wie nennt man es denn? United Cup? United World Cup. United World Cup. Ihr hört schon, da ist ein ganz besonderer Gast dabei. Und zwar der Gamer Brother ist am Start. Was geht ab, Jungs? Und Mädels. Ganz genau, du darfst natürlich nicht vergessen, das ist ein sehr hoher Anteil auf Scorpion Place. Das war ungefähr 2%. So, und Leute. Ja, ihr seht schon, was ist das hier? Es ist ein FIFA-Video, es ist eine merkwürdige Mannschaft. Alle Infos findet ihr im ersten Link in der Videobeschreibung. Dort ist nämlich das Video vom Gamer Brother nochmal verlinkt. Dort werden euch alle Regeln erklärt. Er ist quasi dabei bei diesem Video, um mir noch ein bisschen zu helfen, beziehungsweise auch euch noch ein bisschen durchs Programm zu führen. So, genau. Jetzt haben wir hier diese Mannschaft. Das ist eine komplette silberne Uruguay-Mannschaft, denn mir wurde Uruguay zugelost in diesem Cup, den wir halt spielen. Und mein Starspieler seht ihr hier vorne schon, und zwar ein 94er Inform Suarez, habe ich mir eben nochmal gegönnt. Und ja, die anderen Spieler sind alle silber, denn ich muss jetzt pro Episode 2 Spiele spielen. Und erklär mal bitte, was passiert, wenn ich diese 2 Spiele spiele, was dann mit meiner Mannschaft eventuell passieren könnte. Alles klar. Ja, ihr seht ja jetzt gerade wahrscheinlich Marcells Team, ne? Genau. Wir haben jetzt 10 Silberspieler noch am Start und eben als Starspieler, den konnte Marcel sich aussuchen, irgendeinen heftigen Spieler aus der Nation, die er zugelost hat. Das war bei ihm ja Uruguay, hat er den Suarez genommen. Genau. Hat jetzt eben 10 Silberspieler. Und bevor die YouTuber dann untereinander eben in so einem WM-Modus, sage ich mal, gegeneinander spielen, muss jeder YouTuber sich erstmal sein Team aufbauen. Und pro Folge kommen halt eben durch erspielte Coins, das werdet ihr dann gleich sehen, kommen dann eben pro Folge immer 2 neue und dann, sage ich mal, halt eben auf jeden Fall Goldspieler dazu, ne? Macht ja Sinn, dass man am Ende eben dann eine starke Mannschaft hat. Man muss letztendlich dann mindestens 6 Spieler von der Nation haben, die man zugelost bekommen hat. Das heißt, Marcel braucht auf jeden Fall im Endteam ja 6 Uruguayer, Suarez halt inbegriffen, also noch 5 weitere. Und baut sich dann jetzt eben in den nächsten 5 Teambuilding-Folgen was Schönes auf. Und dann geht's rein in die Gruppenphase erstmal. Und wenn er das packt, dann eben noch weiter in die K.O.-Phase. Das wird ein geiles Ding. Genau, also das heißt, einfach formuliert, ich spiele jetzt 2 Spiele pro Episode. Dann verdiene ich mir Coins dazu und dann dürft ihr einen Spieler wählen und ich darf einen Spieler wählen, den wir mit diesen Coins kaufen dürfen. Und natürlich im besten Fall haben wir dann am Ende dieser 5 Folgen 10 gute Spieler gekauft. Ne? So kann man es in etwa kurz zusammenfassen. Kann man so zusammenfassen. Was noch ganz wichtig ist, das kannst du deinen Leuten gleich auch nochmal sagen, ihr müsst einen Daumen da lassen bei Marcells Folge, denn es werden immer die Likes im Vergleich zu den Views gezählt, dafür kriegen die YouTuber Punkte und der YouTuber mit der krassesten Community, der da im Verhältnis am besten abschneidet, kriegt nochmal ein extra Upgrade. Das heißt, du könntest zum Beispiel dann am Ende, ohne dass du irgendwas zahlen musst, aus einem 94er Suarez noch einen 95er machen zum Beispiel. Okay, also Leute, ihr habt es gehört. Dann müsst ihr auf jeden Fall den Like-Button smashen. Es ist jetzt einfach Sommer, es ist ein bisschen was anderes als der Only-COD-Content. Ich weiß, Leute, aber zum WM, zur Real-Life-WM passt es einfach zu gut. Und ich finde es einfach nice, dass ich dazu eingeladen wurde. Und deswegen, ja, kommt es so oder so. Erst packe ich mir jetzt mal schön Fitness jetzt auf mein Team nochmal drauf. So lasse ich mir nicht zweimal sagen hier so. Nehmen wir einfach mal das hier. Ich habe noch 208. Ich will nicht wissen, wie viele Team-Fitness-Karten du hast, Alter. Das ist... ich guck mal. Wahrscheinlich im Millionenbereich. So. Ja, ich ziehe ja immer die Spielerpacks, da sind nicht immer unbedingt welche drin, aber warte mal, in dem so Ordner, 200 oder so? 200, ne, ich habe 250 sogar, dann habe ich ja hier mehr als du. So Leute, habt ihr auch den Rahmen, denn hier unter mir werden die Coins, die ich mir verdiene, gezählt. Die Regeln dazu sehen folgendermaßen aus. So, hier seht ihr das Ganze. Also, wenn ich mit meinem United-Star, also Suarez, ein Tor erziele, bekomme ich 50.000 Münzen zur Verfügung, die ich ins Team reinstecken kann. Mit irgendeinem anderen Spieler sind es 30.000, ein Rage Quit des Gegners in der ersten Halbzeit bringt 150.000 Münzen, ein Rage Quit in der zweiten Halbzeit 100.000, ein Gegentor, da muss ich 30.000 abziehen von dem, was ich verdient habe, und ein Sieg in Verlängerung und Elfmeterschießen bringt nochmal 30.000 dazu. Das bedeutet im Umkehrschluss, ein normaler Sieg bringt gar nichts. Also sollte ich schon, wobei, also ein Tor erzielen sollte man ja. Und ich habe einen Vorteil, Leute. Und zwar, seit der Markt so schön broke ist, ist ein Tor mit einem United-Star oder mit einem beliebigen Spieler schon mal viel, viel mehr wert. Weil, wenn man sich mal überlegt, die ganzen Uruguayer sind jetzt quasi, ja, fast schon kostenlos. Es ist wirklich, momentan ist es krass. Du hast jetzt den Suarez, hast du gerade für 150.000 gekauft. Das genau. Ist... Es ist unfassbar. Du kriegst, glaube ich, einen normalen Messi momentan für 120.000 oder so. Das ist komplett krank. Und deswegen, Leute, haben wir diesen Vorteil. Deswegen sollten wir jetzt schnellstmöglich in die Spiele reinstarten. Ich muss erstmal überhaupt, Leute, ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Überpro. Ich habe gerade ein Einspiel-Spiel gemacht. Da habe ich mit meiner normalen Mannschaft, habe ich da jetzt irgendwie 8 zu 4 gewonnen.
Aber ja, mit dieser Mannschaft hier wird es etwas schwieriger. Hier seht ihr nochmal im Übrigen ganz kurz, mein Suarez hat, Alter, der hat schon 861 Spiele insgesamt, Mann. Der wurde schon ordentlich Boah, rumgereicht. der geht schon am Stock, Alter. Ja, der 20 Besitzer, das ist krank, Alter. So eine Prostituierte ist das, Alter. Crazy. Aber Leute, das ist ja egal. Hauptsache, er hat am Ende dieser Episode 863 Spiele, denn dann damit beweise ich, dass ich nicht mehr Spiele gemacht habe, sondern wirklich nur diese zwei Spiele zur Verfügung habe. Falls ihr das System jetzt immer noch nicht genau verstanden habt, Leute, nach dem Spiel meldet sich der Broski nochmal mit zurück und dann werde ich es euch nochmal erklären. Genau, oder die Folgen bei den anderen, da habt ihr es dann auch nochmal als Gegenpart oder einfach Genau. nochmal das Ankündigungsvideo reinziehen. Also Dann kannst du dir ein spätestens bisschen bei der Cross-Promo zweiten selber machen, Folge. wa? Das ist kein Problem. Genau. Super. Oder halt spätestens bei der zweiten Folge habt ihr es dann wirklich drin. Also wenn man es einmal drin hat, dann ist es wirklich easy. Und jetzt finden wir erstmal einen Gegner, Leute. So, hier habe ich direkt das Uruguay-Trikot, Leute. Habe ich mich natürlich darauf vorbereitet. Ist klar. Seht ihr das überhaupt? Ja, ihr seht es so einigermaßen. Und ja, Leute, wenn er jetzt nicht 100 Chemie hat, muss ich leider quitten. Bitte hab 100 Chemie, komm. Habe mir das noch nie so sehr gewünscht. Er hat 98 Chemie. Willst du mich komplett verarschen? Da muss ich aber den Spielleiter hier anrufen. Jo. Der hat 98 Chemie, da muss ich quitten, ne? Ja, du kannst es aber, glaube ich, in der Vorschau sehen. Ach, kann Du ich in siehst, der. glaube ich, unten die Chemie. Ja. Ah, okay, gut, das habe ich eben nicht Okay, gesehen. da musst du sagen, dass dein Suarez jetzt einspielt, dass die sich nicht wundern wollen, weil du quitten Achso. musstest, weil der Gegner nicht 100 Chemie hast. Okay, Leute, ihr habt es gehört. Ich habe mit Suarez jetzt ein Spiel, logischerweise. Wobei, es wurde gar nicht gezählt als Spiel, oder? Oder wurde es gezählt? Auf jeden Fall, ja, stimmt doch, es wurde gezählt. Also, ich habe jetzt ein Spiel logischerweise mit ihm gemacht, weil ich gequittet bin jetzt. Weil das gegnerische Team ist halt eine der Regeln, muss 100 Chemie haben, Leute. Ich glaub's nicht, Mann. Digga, was ist das für ein abgefucktes Team, Digga? Eieiei, Freunde. Und ich bin auch nicht der beste FIFA-Spieler. Das wird's jetzt, Mann. Gucken, ob die überhaupt gerade auslaufen können, meine Spieler. Ich werde wahrscheinlich 10-0 verlieren. Ja, das ist schon 1-0. Was willst du da machen, Digga? Ja, Leute, das wird lustig. Aber egal, dann werde ich einfach geschlachtet, Leute. Ist doch auch witzig. Ich lasse mich einfach schön schlachten, Digga. Richtig lecker. So, hier. Suarez mit der Nummer 4, Digga. So kennt man den doch. Wird hier jetzt auch ins Gesicht getreten. Ich muss ja eigentlich fast alles mit Suarez machen, Digga. Mein Torwart wird ja nichts halten, was Hullet oder so aufs Tor schießen. Eieiei. Mbappé ist auch am Start. Boah. Ach, Digga, was willst du da machen? Das war's wieder komplett, Leute. Digga, meine Spieler sind solche Zwerge. Ja, das war's komplett, oder? Geh für die Grätsche, für die Rote, ist mir scheißegal. Nein, oh Gott, er ist so schnell. Aber er macht den Fehler, er macht noch einen Fehler, aber er kriegt den Ball natürlich trotzdem. Ah, okay, also das sieht nicht gut aus hier. Aber egal, Leute, verlieren wir das erste Spiel halt 10-0. Ich hätte lieber Starspieler Muslera nehmen sollen, damit ich auch mal einen Torwart habe, der sich auch mal so in den Weg schmeißt. Aber wenn ich jetzt 0 Münzen mache, habe ich wenigstens am Ende der Folge nicht den Struggle, dass ich mir überlegen muss, wen ich mir hole, weil ich kann mir halt einfach keinen holen. Vera auf Suarez. Ah, ich war versucht irgendwie durchzurennen. Digga, was war das? Was war das, Leute? Ja, sieht nicht gut aus. Ballbesitz müsste jetzt auch so ziemlich bei 95% bei mir liegen, ungefähr. Guck mal, das Ding ist, er spielt ja nicht mal gut, Digga. Das ist ja wirklich so. Man, er spielt ja nicht mal gut. Aber das war es wirklich komplett hier. Der Silberstürmer hat da nicht die Eier, den reinzuschießen. Ich habe das irgendwie unterschätzt bei diesem Turnier, dass es diese Komponente ja auch noch gibt. Und dass der Torwart leider nicht wirklich imstande ist, hier die Bälle zu parieren. Ja. Jetzt hat der Suarez mal ein bisschen Platz hier vorne. Und da machen wir doch jetzt mal das Anschlusstor, Leute. Zack! 1-5. Wobei jetzt vielleicht mal nochmal rüber zu Suarez. Ah, da fehlt es hinten und vorne an individueller Qualität. Und jetzt das Laufduell gegen Memphis. Der ist natürlich auf Hullet spielt, aber der muss ja nur schießen, Digga. Der muss ja nur schießen, denn da ist keine Gegenwehr leider vorhanden, Leute. 1-6 ist eigentlich in Ordnung, Leute. Ich brauche mein Team auch eigentlich gar nicht weiter zu verbessern, finde ich. Auch später im Turnier ist es eigentlich. Wenn ich gegen Benji spiele, wird es nicht viel besser sein müssen. Ah, ist einer für ein Suarez hier. Ach, da hätte man hier nochmal ein Tor erzielen können.
1,7. Noch nicht zweistellig, Freunde. Noch ist es nicht zweistellig. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal den Ausweg, weil ich denke, dass ich hier eh mit 0 Münzen rausgehe. Nehmen wir den soliden Rage Quit hier im ersten Spiel, Freunde. Ja, suchen wir doch direkt das nächste. Es ist noch nie jemand gequittet, das habe ich jetzt geschafft. Und ohne Upgrades war auch noch nie jemand nach einer Folge. Schauen wir doch mal, ob wir jetzt vielleicht noch ein paar Münzchen rausholen können. Ihr seht schon, Trikotwahl, er wollte es so, der Gegner. Also spielen wir jetzt blau gegen blau, aber für mich ist es ja gut, weil ich brauche eh die Randomness auf meiner Seite. Und da der Fehler, der große Fehler. Vera Entwehen ist souverän. Da ist das souveräne 1-0. Und damit haben wir jetzt, wenn jedes Spiel einzeln gewertet wird, 30.000 Münzen. Ja? Und das müssen wir jetzt auch versuchen aufzubauen. Suarez kann sogar das Kopfballduell gewinnen. Ja, macht er auch. Vera. Suarez. Vera. Und da geht der Ball raus. Und da vielleicht mal einer für Suarez jetzt. Vera. Oh! Vera hier mit der nächsten Chance. Ederson rastet förmlich aus. Komm, mach nochmal den gleichen Fehler, bitte. Oh! Da müssen wir mal ein Zeichen setzen. Pfeif doch mal ab, Schiri. Gib mir doch die gelbe. Verdient habe ich sie mir. Ah, der wird schießen, Mané. Und das wieder der Block, weil ich darf ihn nicht aufs Tor schießen lassen. Ihr habt es eben gesehen. Und jetzt ist es ganz belastend, diesen Freistoß. Eieiei. Eieieiei. Muss ich Unehren-Move machen. Wo ist denn das Torwart-Eck? Da, also gehe ich hier rüber. Und dann ist der grobe Schnitzer. Und dann steht es 1-1. Oh nein, Leute. Rika, der hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nie aufs Tor geschossen. Und trotzdem so ein Fehler des Torwarts. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist das hier für ein Krimi? Oh. Ey, Leute. Oh. Leute, da habe ich gerade ganz schwarz gesehen. Und Suarez mit dem Fehler. Und das darf nicht passieren. Und da ist der Block. Leute, Leute. Ich darf ja eigentlich nicht mal ansatzweise den Gegner aufs Tor schießen lassen. Er macht Zeitspiel, Alter. Und dann dieser Fehler. Dieser Fehler. Und Suarez kommt nicht an den Ball. Der Typ ist echt eigentlich schlagbar, Leute. Ohne Scheiß. Und jetzt einer für Suarez. Und das muss ich machen, das muss ich machen. Ich verkacke. Nein, Leute, ich krieg alles. Ich krieg eine Krise. Eine fucking Krise. Suarez. Ich verkacke wieder. Das ist nicht normal, Leute. Ich hab's auch nicht verdient, wenn ich so choke zweimal. Digga, das ist nicht normal. Ich spiele nicht schlecht, finde ich, ganz ehrlich. Ich finde nicht, dass ich schlecht spiele. Guck mal, meine Jungs wollen aber nochmal irgendwie. Suarez jetzt nochmal vielleicht. Irgendwie eine Körpertäuschung. Schiri. Alles klar, Digga, das war's wieder komplett. Oh Gott, Leute, es geht ja weiter. Oh mein Gott. Das ist sogar ganz gut für mich. Wenn ich jetzt gewinne, natürlich nur. Es bringt einfach extra Coins in Verlängerung oder Elfmeterschießen zu gewinnen. Elfmeterschießen würde ich aber auf keinen Fall gewinnen. Da hätte ich keine Chance. Komm schon. Irgendwer, Suarez blockt meinen eigenen Spieler mit einer Grätsche, die ich nicht befohlen habe. Ich glaub's nicht. Okay. Ich habe 21 fucking Schüsse, Leute. Es ist doch unglaublich, dieses Spiel. Was Ederson jetzt, wie viel Coins hat mich Ederson jetzt schon gekostet? Suarez. Ederson. Suarez. Ederson. Leute, das ist doch krass. Was ist das? Zu krass. Irgendwie jetzt. Die blockieren sich wieder. Suarez. Ederson. Leute, das ist das krasseste Spiel aller Zeiten. Ich meine es wirklich ernst. Das ist so krasser. Schade, dass es nicht so viele Leute sehen werden bis hier. Aber es ist so geil, Mann. Der Pass kommt durch. Vera. Und das ist das Tor. Und das könnte das Siegtor sein, Leute. Das könnte das Siegtor sein. Komm schon, Marcelo. Er hat das gleiche versucht, der kleine Strolch. Figoli. Was war das für eine Körpertäuschung, Digga? Suarez. Ich muss jetzt irgendwie nochmal auf Suarez spielen. Albero. Suarez. Der macht das Ding. Der macht das Ding, Alter. Er macht das Tor. Und jetzt lasse ich mir das nicht mehr nehmen. Und da habe ich das Ding. Oh, Leute. Was war das für ein Krimi? Ich will die Statistiken sehen. Digga, pass auf. Ich erzähle jetzt, wie das zweite Spiel lief, okay?
Horus. Ich habe 28 Schüsse, 17 Schüsse aufs Tor. Der Ederson hat alles gehalten, wirklich alles. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich habe das Spiel 3-1 nach Verlängerung gewonnen. Zum Glück. Und Suarez hat ein Tor gemacht und ich habe halt zwei normale Tore. Also ein Tor muss ich abziehen. Das muss ich mal eben kurz zusammenrechnen, was es bedeutet. Also bist du auf jeden Fall immer noch krass im Minus. Hä, wieso zählt das erste Spiel dazu oder was? Ja, sicher. Ich dachte, die Spiele sind einzeln. Als ob, Digga. Das Spiel war so intensiv, Mann, und ich krieg keine Coins. Das ist zu weh. Das war das heftigste Spiel aller Zeiten. Bitter, ey, das ärgert mich jetzt gerade selber, dass du das falsch verstanden hast. Fünf Folgen hat man, ne? Ja. Also das heißt jetzt, wenn ich kein Upgrade habe, das heißt, dass Also zwei das zwei Spielers. Silberspiele am Ende, ja. Wie würde man den Rage Quit zählen? Den eigenen. Ach, einfach so, als ob ich 7-1 verloren hätte, oder? Ist auch eigentlich egal. Ja, die Situation gab es doch nie. Keine Ahnung. Ich meine, du bist ja eh mit Minus rausgegangen. Tja, Leute, ihr habt's gehört. Ich dachte leider, dass das zweite Spiel einzeln gewertet wird und somit das ganze Sweaten umsonst. Somit sind wir immer noch im Minus. Aber für die nächste Folge sind wir es immerhin nicht. Das heißt, am Ende das Ding, ich werde am Ende leider zwei Silberspieler so oder so behalten müssen, Leute. Weil ich in dieser Teambuilder-Folge jetzt leider Minus rausgegangen bin. Jetzt gab es immerhin beides noch nie. Ich würde sagen, das war's wieder komplett. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.